Ja, so schön kann Jubel gegen Wolfsburg aussehen. Maxi und ich sagen Moin zu Werder TV Insight. Und ich natürlich auch an einem ganz besonderen Tag. Also, um genau zu sein, vor 5 Jahren war ein super geiler Tag. Super Stimmung, super Fans, super Derby, super geil. Super Spiel, super Grätsche, super Tor, super geil. Übrigens, sehr, sehr geil Choreografie. Super geil. Super Pass, super Abwehr, super Angriff, super geil. Super Stadt, super Sieg, super Fans, super geil. Ja, war schön, ja. Super geil, super geil. Super geil, super geil. Super geil, super geil. Super geil. Und da sieht man dann auch mal wieder, für einen guten Jubel braucht man super geile Tore. Diego, gut gemacht. Ui, Tor! Erster Schuss aufs Tor, erster Treffer für Werder Bremen. Achtung, Özil, Tor! Er kann es selbst gar nicht glauben, Mesut Özil. Zweiter Schuss aufs Tor und Werder führt mit 2:0. Zu 2 für Werder Bremen. Auch Diego kennt sich mit Wolfsburg aus und auch er hat einen ganz besonderen Tag diese Woche gefeiert, um genau zu sein, am Donnerstag, seinen 34. Geburtstag und natürlich auch von uns Insidern nochmal alles, alles Gute nach Brasilien. Ah, wer kennt ihn nicht, diesen Jubel, wenn man bei FIFA 09 eine Bewertung von 85 hat? FIFA ist nicht realistisch. Ja, okay, hast recht eigentlich. Diego hätte bei FIFA durchaus auch noch 1-2 Punkte mehr verdient. Aber wie sieht's denn mit den aktuellen Werten aus? Dies ist alles scheiße, ja. Aber Maxi hat doch zur Rückrunde sogar ein Update bekommen. Oh, zu Recht auch. Tempo. Ja, muss sicher mehr als meine Werte sein. 75. Es ist gut. Maxi ist schneller, aber nicht als Kingsley Coman. Ich glaube, er hat ein riesen Update bekommen für Schießen. Ich sage 80. Ja, vielleicht ein bisschen besser nach 5 Toren in der Bundesliga. So vielleicht 85. Passing. 78. Dribbling. Vielleicht hat er kein Update für Dribbling gehabt. Aber dieses super Tor gemacht gegen Frankfurt, hä? Dann sage ich 70. Vielleicht 72. Ich bin ein bisschen mehr freundlich dann Davy. Defense. 72. Physisch ist er gut. 78 total. Ja, er muss weniger als mir sein. So. 78. Sorry, Maxi. Davy hat das gut gemacht, aber ich glaube, dass die Schüsse ist Schuss besser dann 80 und ein bisschen mehr Passqualität dann 78. Okay. Ey, das ist ja kein Respekt, Maxi. 68? Nee, das stimmt nicht. Ey, ich habe gesagt, FIFA ist nicht realistisch. Wie kann das dann? Ey, das ist echt. Und Dribbling 77. Er dribbelt nie. Ja, okay, Defense war okay. Physisch. Hey, das war gut. Ja, das ist alles scheiße, ja.
Oh, ja, fast. Okay, gleich, ist auch gut. Ja, aber das stimmt eigentlich, weil das ist nichts ist höher als 78 und Durchschnitt ist 79, so. Ah, okay. Okay, ja, diese Sache war gut, aber diese war nicht so gut. Nee, ich verstehe das gar nicht eigentlich, aber schön, dass er Upgrade gehabt hat und hat auch verdient so. Maxi, Glückwunsch. Also wir machen es uns da einfach, wir halten uns raus und fragen euch. Was meint denn ihr, welche Werte hätten Maxi und Davy verdient? Schreibt es einfach unter dem Video in die Kommentare, wir sind gespannt und leiten das am besten direkt an EA weiter. Die Kollegen scheinen da ja irgendwie Hilfe zu brauchen. Ja, ich glaube, dass FIFA Hasen ist ja, die letzten 30 Spiele in Bundesliga gesehen. Diese Saal ist scheiße. Ja? Vielleicht schauen sie einfach am Sonntag gegen Wolfsburg mal genauer hin. Und wer trifft jetzt am Wochenende gegen Wolfsburg? Ah, egal eigentlich. Aber wenn ich diese Werte anschaue, dann nicht. Mag sie auf jeden Fall nicht. Ja, das war bei unseren E-Sportlern dann tatsächlich ausnahmsweise mal scheiße. Mo Oba und Megabit mussten sich Wolfsburg leider geschlagen geben. Aber was haben wir gerade gelernt? FIFA ist nicht realistisch. Genau. Und entscheidend ist ja dann auf dem reellen Platz am Sonntag. Und wie man da gegen Wolfsburg gewinnt, das hat unsere U19 schon letztes Wochenende gezeigt. Richtig gut. Wie? Das kann man nicht vergleichen? Naja, dann kommt jetzt für euch aus erster Hand alles, was ihr zum Spiel unserer Profis wissen müsst. Alles wirkt sehr gut aufeinander abgestimmt, das muss man schon so sagen. Und von daher ist das sowohl als Mannschaft, aber auch gerade von den individuellen Möglichkeiten her in der gesamten Mannschaft natürlich eine sehr schwere Aufgabe. Wo wir aber schon glauben, dass wir gerade auch in diesem Rhythmuswechsel, den Sie haben, Vorteile für uns herausziehen können und wo wir einfach mit sehr viel Mut auch selber sowohl verteidigen als auch angreifen müssen. Das heißt, es wird wichtig sein, dass wir nicht zucken, sondern mit voller Überzeugung das spielen, was wir auch spielen wollen. Kuhn Castells würde ich gerne noch hervorheben. Für mich eine überragende Saison spielt. Ich kenne ihn ja noch aus meiner Co-Trainerzeit hier. Und er ist sowohl mit dem Ball also am Fuß, ist er im Grunde wie ein weiterer Feldspieler, den sie auch immer wieder einbauen in ihre Spieleröffnung. Und er hält natürlich auch unfassbar gut dieses Jahr. Also freut mich persönlich für ihn. Hat fast fehlerlos gespielt, kann er am Wochenende mal einen einstreuen. Ja, Basti wird zur Verfügung stehen. Es war ein Stück weit auch eine geplante Pause in einer langen Trainingswoche, dass wir gesagt haben, er macht den Dienstag noch mit, weil das ein sehr wichtiger inhaltlicher Tag für uns war. Dann den Mittwoch und gestern hat er weggelassen, aber er wird heute wieder trainieren. Also kein Problem, steht zur Verfügung. Julia wird nicht funktionieren. Und wen hatten wir noch? Hanik. Ja, Martin wird ein Kandidat für den Kader sein. Sehr erfreulich. Buggy, kein Problem, ja. Also wir freuen uns auf jeden Fall auf Sonntag, ihr hoffentlich auch. Bei Werder TV gibt es wie immer direkt nach Abpfiff das Spiel in voller Länge, Stimmen und Highlights und das Ganze hoffentlich mit ganz viel Jubel. Wir sind alle Baller Baller. W-E-R, D-E-R, B-R, E-M, E-N, Yalla Yalla. Gunnar Sauer, Heavy Hour. Alos in the front, Reck in the back, fight the power. DDB, 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 Beiersdorfer. Flutlichtgestalten warten unterm Gras, die Eierschaukler. Heimspieler, Strack, Wasser unterm Zehennagel. Digital, wir stehen auf für Otto Rehagel.